Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und willkommen zurück in zu Grounded mit der netten kleinen Mathilde. Mathilde, hallo? Ah, Maus funktioniert nicht und deswegen kann man nicht sprechen. Das kenne ich. Oh, hier müssen wir noch das Dach fertig machen. Mathilde ist noch offline. Oh, jetzt kannst du sprechen. Was war denn los? Headset-Probleme? Nein, die Maus war alle und da mein hier meine Push-to-Talk-Maske habe ich Maske. Meine Push-to-Talk-Taste ist auf der Maus. Hm. Ja. Sehr ätzend. Wollen wir. Wir brauchen erstmal dieses Endclub. Also erstmal danke Nachteule nochmal für das Video. Das fand ich sehr gut. Ja. Oh, wir haben hier sogar noch so Ameisenteile. Deine Ameisenrüstung hat's ja fertig, ne? Hm? Du hast die Mandibeln? Ich habe was? Mandibeln? Ja, ich habe da gerade alles rausgenommen. Außer einen Kiste zumindest. Ich auch gerne den Ameisenklapp gerne. Ja, ich kann ja gleich auch noch einen bauen. Ich brauche noch hier dieses Crude Rope. Aber kann ich mir jetzt selber bauen. Können beide das gleiche bauen. Siehst du, Nein, mir fehlten gerade nur noch die Teile. Ich wollte hier nochmal gucken, eine Smoothie Station. Guck mal, Smoothie Station. Ich habe dir jetzt auch so einen Knüppel gebaut. Den Knüppel packe ich dir mal in die Kiste. Ich habe jetzt so viele Knüppelsachen dabei. So, Knüppel ist in der linken Kiste. Wir haben noch Berry Leather. Haben wir das erforscht? Nee, ne? Doch, haben wir erforscht. Daraus können wir Sessel machen. Und deswegen wollte ich noch mal dem einen Baum, wo es die gibt. Oh, jetzt habe ich vergessen, was ich brauche. Ja, das vergesse ich auch immer. Sprig, Grub, Goop und Acorn Top. Sprig. Sprig. Brauchen wir hier noch? Soll ich denn unsere Smoothie Station aufbauen? Da wo Platz ist, also du kannst, wir können ja unten hier alles voll bauen. Ja, genau, dann machen wir es so ein bisschen wie bei Conan. Hier unten alles zum Werkeln und oben. Ja, wird jetzt nicht hübsch werden, aber ob so es funktioniert. Guck mal, was ich da noch reinhaue. Mal gucken, was bei rauskommt. Du hast den Smoothie gelernt. Ja, Smoothie Fragezeichen. Taucht der denn auf, das Smoothie-Fragezeichen? Das ist jetzt erstmal ein Smoothie-Fragezeichen. Achso. Ich probier den mal. That's not so bad. Ich habe jetzt leider nicht darauf geachtet, was er mir gebracht hat, aber man kann das anscheinend trinken. Ich weiß nicht, ob er dich heilt oder so. Also unsere Ameisenfalle funktioniert immer noch, war hervorragend. Auf jeden Fall haben wir jetzt einen Workbench. Was hat man jetzt geplant? Wir wollten jetzt was töten jetzt, ja? Wo ist denn mein Ameisenklapp? Linke Kiste. Linke Kiste. Ja, wir könnten auf die Marienkäferjagd gehen. Ich überlege gerade. Und ich wollte auch noch Berry Leather. Was denn? Hatte ich vorhin nicht 49 Pfeile? Jetzt habe ich nur euch was rausgenommen. Warte, wenn ich den Ameisenklapp habe, dann brauche ich nicht den Spiky Sprig. Also kann man irgendwo sehen, ob was stärker ist? Naja, das eine ist Level 1, das andere ist Level 2.
Ja, hätte sein können, wir bekommen irgendwie. Stimmt irgendwie. Ich wollte dann auch eigentlich gerne noch mal zu dem. Ich habe einen Glider abgepickt. Was hast du? Keine Ahnung. Ich wollte auch noch mal zu dem Baum, wo es die Beeren gibt. Und Ah, hier. vielleicht, wir wollen vor allem Marienkäfer und Stinkekäfer. Und da wollte ich noch mal gucken, was wir brauchen, um eine Gasmaske zu bauen. Ja gut, er macht auf jeden Fall mehr Schaden als hier dieses Spiky Brick. Pfeile wollte ich noch mal gucken. Ah, siehst du, wir brauchen Stinkkäferteile dafür. Und Crude Rope. Wie viele Pfeile hast du? 47. Ich habe 49. Meinst du, das reicht für Marienkäfer? Ansonsten müssen wir den Nahkampf. Müssen wir riskieren. Ja, dann muss einer kloppen oder einer blockiert und der andere kloppt von hinten auf den Marienkäfer drauf. Ja, aber erst würde ich versuchen mit Pfeil und Bogen. Okay. Dann suchen wir uns doch mal Ja, Marienkäfer. ich will noch was trinken. Ja, ich auch. Nice and clean. Ich liebe es. Okay, dann. Geht mal die Sonne auf hier? Also der Mond steht noch recht hoch am Himmel, wenn ich das mal so sagen darf. Muss erstmal was trinken. Wo könnte man gut einen Marienkäfer zerlegen? Wir können auch einen von den Arschlochkäfern legen, wenn uns einer über den Weg läuft. Ja, aber bei den Arschlochkäfern und auch Marienkäfer hätte ich gerne einen Höhenvorteil. Ich würde sagen, erstmal kundschaften wir mal aus. Okay, Wenn wir ich. eins von beiden sehen, suchen wir uns einen Höhenvorteil und dann versuchen wir mal die Okay, ich folge Viecher dir. platt zu machen. Wie sieht es denn hier überhaupt aus? Am Rand sind es hier meistens auch diese Arschlöcher. Ja, auch gerne mal eine Spinne. Das stimmt auch. Gut, dass wir uns den Dunkeln aufmachen. Wie immer. Perfekt, ne? Die Spinnen schlafen jetzt zum bestimmten Zeitpunkt. Ob die Arschlochkäfer auch schlafen? Hier Ach ja, drüber. da hinten ist immer noch bei der Spinne auf Speed, auch bekannt als Wolfsspinne, wird mir immer noch ein Loot angezeigt. Mir auch. Die kann man auch irgendwann mal töten, wenn man Besseren Bogen hat. ein Exoskelett hat oder so. Eine Gatling Gun mit Pfeilen oder so. War nicht bei unserer alten Basis irgendwie ab und zu mal ein Ja, Marienkäfer? ich glaube auch in der Mitte hier bei dem Gerät, wo wir immer noch nicht weitergekommen sind. Ja, weil es da momentan nicht so viel zu tun gibt. Diese Mysterious Machine. Genau, ich überlege gerade, wo ist denn das? In diese Richtung. Dann gehen wir da mal hin. Ich mach mal ein bisschen Licht an. Ach ja, wir können ja Licht anmachen. Was Habe war ich. das denn? Hat es bei dir auch gerade Ja. Puff gemacht? Kann dir aber auch nicht sagen, My mom warum. always says I light up a room. Oh. Das ist aber nett von deiner Mama. Ja, Peter hat eine nette Mama. Welche Mutter würde sowas nicht über ihr Kind sagen? Hier sind Tic-Tacs oder so. Ich nehme mal ein paar Springs mit. Ja, ich bin ja schon noch recht. Nee, ich warte noch. Oh, da ist die Mysterious Machine. Ich glaube, es wird langsam heller. So. Und hier war irgendwie unsere ehemalige Basis in der Nähe. Ja, ich glaube, Marienkäfer, ich glaube, es war sogar in der ersten Folge.
Da sind wir hier, waren ja ein Haufen Ameisen, wir wollten ja quasi hier in der Mitte bauen und ich glaube Marienkäfer ist hier auch vorbeigekommen. Ja, das meine ich nämlich auch. Aber das Gute ist ja bei den Viechern, die sieht man ja eigentlich ganz gut, wenn sie mal kommen. Jetzt haben wir jetzt auch ein paar Bricks. Und Fiber kann man auch mal gebrauchen. Ja, gerade Bricks, Fiber bauen wir ja immer so recht viel ab, aber... Ja. Ich sehe auch gar keinen hier. Nee, ich auch nicht. Ist wahrscheinlich nicht die Tageszeit dafür. Wirklich. Ich bin hier wieder an der Mystery Machine. Hallo Ameise. Wenn jemand einen gefunden hat, sagt er dem anderen Bescheid. Ja, ja, klar. Ach, es wollte ich. Ich mach den ja bestimmt nicht alleine platt. Nee. Da ist irgendwas Größeres unterwegs, aber das ist ein Orb Reaver. Oh. Was denn? Was? Hast du was? Hier war gerade in der Nähe. Ich war gerade in der Nähe einer Spinne. Ich habe die gerade schnarchen gehört. Ja gut, die, genau die wollen wir nicht haben. Don't even need to boil it. Ah, ist eine Ameise. Oh, eine Agro-Ameise. Achso, die Jagdwurst, okay. Also irgendwie... Unsere alte Basis war doch hier auch irgendwo in der Nähe, oder? Ja, ich bin bei ihr. Ach so. Da kam da auch manchmal eine vorbei. Ja, ja, ja. Oh, hier ist noch Gnattfass. Also die Ameisen scheinen recht aktiv zu sein um die Zeit. Ja, wir wollen aber keine Ameisen. Nee, die gibt's ja wie Sand am Meer. Oh, hier bei unserer Trinktüte ist ganz viel zu trinken. Ja, ich habe noch Essen dabei und ich bin voll mit Trinken und Essen. Hast du nur gesagt. Lass uns doch mal in die Richtung da von dem einen Baum gehen. Vielleicht läuft uns da ja ein Käfer. Ja! Käfer, Stinkkäfer, du lässt die Tür noch immer offen. Ja, da ist doch nichts Wichtiges. Egal, es geht ums Prinzip. Das war irgendwo da, glaube ich. Das war irgendwie in der Ecke. Ich glaube, das war hier unten. Ich bin noch weit hinter dir, glaube ich. Ups, ducken. Ach, das ist oh ne, hier ist... Hast du? Ups. Nee, nur ein Lornmite, aber Mitefass können wir ja auch immer gebrauchen. Ich habe hier so ein Arschloch, so ein Larve.
Warte, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. So eine Ameise. Nee, etwas größer, ja. Warte, hier nervt mich gerade so eine Milbe. So. Jetzt hab's jetzt nicht verfolgt. Ah, aber die ist hier lang gelaufen. Da ja, ich kommt sie, sie schon. Ich sehe sie. Ich muss blocken. Ne, ist aber eine kleine, oder? Ah, cool. Das ist wirklich super. Damit kann man sie echt ausnocken. Das ist ja geil. Ja, und ich habe einfach nur geblockt. Das war echt gut. Ist wieder ein komisches. Ne, Akro-Ameise. Ja, vor allem nur eine kleine. Groß hätte ich ich hab da hinten. Oh, da ist ein Arschlochkäfer. Arschlochkäfer und hier ist ein Blatt. Komm mal auf das Blatt drauf. Oh ja. Ups. Hier sind auch Steine und da ist auch ein Marienkäfer. Ah, oh, super, super, Wollen super. Wir erst Arschlochkäfer oder erst Marienkäfer? Da Marienkäfer friedlich ist, würde ich sagen Arschlochkäfer. Okay. Ich mag einfach den Arschlochkäfer nicht. Und ich finde, der Name passt auch. Was macht der Marienkäfer da oben? Achso, du kämpfst. Nahkampf. Ah! I need some assistance. Ja, genau das dachte ich mir. Fuck it. Marienkäfer, ich komm zu dir. Machst du einen Kampf da? Komm ich nicht zu dir. Wo ist er? Der Marienkäfer ist aggressiv geworden. Wo ist denn der Stinkekäfer? Ach, der ist noch da. Hat sich der bestimmt. Ist bei mir in der Ecke. Hat sich bestimmt. Aber der ist weit genug weg, dass du mir helfen könntest. Okay. Ah, ich häng fest. I need a Hä? Lauf! Ja, ich hab's so spät gesehen, er kam gerade um die Ecke, als ich tot war. Ja, alles gut, ich konnte gerade erst loslaufen, aber du bist auch, ne? Mhm. Ja, dann gebe ich mal auf. Hat ja gut geklappt. Das ist genau das, was ich eigentlich sagen wollte. Mit der Gasmaske. Sie, die Nachteule hat ja einfach bessere Heilung gehabt als wir. Ja, aber sie. Naja, unsere liebe Nachteule hat uns allerdings auch gesagt, dass wir mit der Ameise am besten mit dem Marienkäfer anfangen sollen. Ach so, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ne, meinte, kämpft euch hoch bei den größeren Dingern, angefangen beim Marienkäfer. Nächstes habe ich zwei Rucksäcke. Ja, ich auch. Ich hoffe, ich laufe gerade auf den richtigen zu. Jetzt war ich so selbstbewusst mit meinem Ameisenklapp. Ja, und ich. Da habe ich mich etwas überschätzt. Hätte einfach. Ja, ich wollte ja noch auf dem Felsen, aber naja. Mathilde war wieder zu schnell und zu unüberlegt. Entschuldige. Oh, das ist. Oh oh. Das war die falsch. Der falsche. Anscheinend. Oh, gut, dann weiß ich, wo der richtige ist. Und. Ist nochmal unterwegs. Macht Platz. Ihr Gräser. Ja, ist unglaublich, ne? Manchmal sind die so dick. Ja, da kommt man überhaupt nicht durch. Ja, den kriegen wir noch, den Arschlochkäfer. Hm, ja, der rennt da an meiner Leiche rum. Das ist doof. Weil da, wo deine Leiche ist, ist auch meine Leiche. Ah, so. Jetzt kann ich mich an ihm, hinter ihm lang schleichen. Noch guckt er mich an, noch guckt, beeil dich. Er dreht sich um, lauf weg, lauf weg, lauf weg, lauf weg. Hat er dich erkannt? Ja, ich hab Jagdmusik. Gut. Ich lock ihn weg. Okay. Er ist unter mir. Ich habe jetzt mein Zeug. Ich versuche erstmal in Sicherheit irgendwie zu kommen. Ach, wobei, ich kann gleich in Angriff gehen hier. Zack. Mathilde ist da. Ah, oh, dieser Kackwurm hat mich gerade erschrocken. Du so Kackwurm. Ja, der hatte mich auch schon erschreckt. Oh, ich hasse dich, Kackwurm. So, hier ist ein schöner Stein hoffentlich. Ups, wenn ich drauf komme. Oh nein, ich komme nicht drauf.
bin doof. Huch da. So. Ich will ja nichts sagen, aber ich könnte mir... Warte, ich muss mich erst anziehen. Ah, ich bin auch nackig. Ich brauche erstmal einen Helm, Knieschoner und Brustpanzerung. So, meine... Da ist er. Weil das Problem ist, der rennt weg. Ja. Da renne ich immer hinterher. Und bin weg. Hoch da, hoch da. Vielleicht müssen wir uns irgendwie... Er kommt wieder. Aua, aua, aua. Beweg dich, Mädel. Ich sehe ihn vor lauter Pfeilen nicht. Oh, falsche. Wir müssten echt zwei Steine suchen, wo wir parallel, Wo ist er denn? Nein, 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 nein. Scheiße, da komme ich doch nicht hin mit dem... Ins Auge, das muss doch extra Damage geben. Nein, verhalt deine Spuckkacke. Ah, er brennt. Heinrich Forever, du Wichser. Hilfe, mein Heinrich, er ist tot. Hilf mir, hilf mir, hilf mir. Ich hoffe, er platzt nicht oder so eine Scheiße. Thanks for saving. Juhu. Oh. Pfeile, Pfeile, yeah. Pfeile, Pfeile. Pfeile, Pfeile, Pfeile. 31 habe ich. Da fehlt noch ein bisschen. Ich will meine 49 wieder haben. Und ich meine 47. Ich hatte nämlich die Hälfte meiner Pfeile auf den dann verschossen. Also was pfeiltechnisch angeht, bin ich jetzt schon mit 2 im Plus. Ich bin noch 7 im Minus. So, jetzt habe ich 53. Doch hier noch einen gegen den Baum, gegen so einer scheiß Grashalm. Ich habe jetzt 42. Warte, ich muss was essen. Oh nein, jetzt ist das Fleisch, das ich mitgenommen habe, schlecht geworden. Larve, wir werden angegriffen von hinten. Achso, der kommt gar nicht hoch. Ich blocke. Okay. Also der Pfeil im Grashalm hat sich wohl aufgelöst und ich wollte extra gerade noch den Grashalm abschneiden. Ja, mein Essen ist auch Müll. 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 Ja, das ist ein bisschen wild. Wollen wir uns noch trotzdem noch an den, Ja, ich will mich hier nochmal heilen. Hab hier mal. Der hakt da nämlich so praktisch fest irgendwie gerade. Ja, super. Wie wäre es, wenn wir ihn... in die Zange nehmen. Ja, warte, ich gehe auf einen anderen Stein. Ich wollte hier mal gucken, ob ich hier drauf komme. Ist ja genauso gut. Boah. Stimmt schon. Irgendwie. Oh, hier sind noch ein paar Milben, aber auf die habe ich jetzt gerade keinen Bock. Oh, warte mal, hier ist was. Hier müssen wir ein Dings aufstellen. Ein Marker? Ja. Ja. Das war eine Aufgabe. Mach mal danach. Ja, ja. Alles gut. Kannst du von da schießen? Nee. Huiuiuiui. Das nicht war aber springen. Tief. Das ist tief. Nein, der Marienkäfer entkommt. Ich bin da. Er hakt, okay. Dann. Kill! Feuer. Oh, der klingt ja süß. Ladybug. Oh, das tut mir leid. Oh, der macht voll. Ja, finde ich auch. Das sind keine Geräusche, die verdient haben zu sterben.
macht unsere Plüschmusch auch immer. Oh, der tut mir voll leid. Ja. Brüllt er immer. Ich hab keine Ausdauer. Ich finde trotzdem so in die Augen schießen oder so sollte irgendwie 5% mehr Schaden geben. Ja. Wie praktisch, ich konnte schon ein paar Pfeile von dem wieder abziehen. Oh, ich muss mal kurz Pause machen. Sehr anstrengend. Ui. Tot. Ich finde das sehr gut mit den Pfeilen, dass man die so wieder einsammeln kann. Ich finde das auch super. Sollten die in anderen Spielen auch machen. Ja. Ich meine, es haben ja vor ein paar Jahren Spiele mit angefangen, dass man Pfeile wieder aus den Gegner rausziehen kann. Natürlich kann man so einen Pfeil kaputt gehen oder so, ne? Aber ich finde das schon gut. Ja, ich auch. Hast du meine ganzen... Nee, gar nicht. Nee, ich habe nur 38 Pfeile. Also, ihr siehst doch Pfeile. Ich habe 53, bin 4 im Plus. Hier oben sind auch noch welche. Wer nicht will, der dann hat schon... Dann nimm du die erstmal. Ich will gucken, was wir da unten noch brauchen. Ja. Wir brauchen hier noch Plant Fiber und Clover Leaf. Plant Fiber habe ich hier. Clover Leaf. Oh. Ein Clover Leaf brauchen wir. Ich renn mal da lang. Ja, weißt du, die ganze Zeit ist hier dieses beschissene Zeug. Und wenn man es mal braucht. Ja, dann findet man es nicht. Ey, du. Das ist doch immer so im Spiel. Ich kann dir Sprigs anbieten. Ich habe auf jeden Fall noch Might Fast bekommen. Mindfass ist super. Ja. Hä? Oh, ich seh Clover. Ich hab auch. Hast du jetzt schon? Wenn ich nee, ich wollte jetzt hacken. Ja, dann komm ich zu dir zurück. Dann hack du und dann... Und ich muss dann auch ziemlich dringend nach Hause, weil ich habe schon gerade einen Alarm bekommen wegen Hunger. Oh, hier liegt noch ein Pfeil. Bleib stehen. Du wirst zu essen haben. Oh, ich bin voll. Das liegt doch daran, dass meine Speere so viel Platz wegnehmen. Ich glaube, ich werde mich mal von meinen Speeren verabschieden. Gibt's so, ich sonst... weiß zwar nicht, was das für ein Marker war, aber... Was mich schon mal neugierig macht, ist, wenn ich die hier kaputt mache. Dass man da reinkommt? Ja. Oh, da ist vor allem Akon-Bits, sind da. Die kann ich essen. Das sind die Akon-Bits. Ich brauche was zu essen. Ja, nimm doch. Ja, da ist diese scheiß Schale im Weg und ich kann nichts mehr nehmen. Ich auch nicht. So, hier. Ich hab's ja weggenommen. Noch ein Speer. Ja, ich hab keinen Platz mehr. Lass den Speer Speer sein. Ich hab noch 4 Stück. So, jetzt geht's mir besser. Warte, Heinrich. Ich wollte gerade sagen, ich habe nur kein Licht mehr. Oh, cool. Yeah. Oh. Das ist Science. Oh, super. Jetzt mal weg die Sachen, die wir gerade gefunden haben. Hier ist noch was zu essen. Oh, cool. Ich habe nichts, keinen Platz. Das ist Science. Please bring up the readings for the irregular covalent SNPI 42Z particle traces. That name is going to Jerky Rack haben wir jetzt. And while you're at it, rename all references to the irregular covalent so, jetzt habe ich nichts mehr. S42Z particle to raw science. Order received. Raw science identified. Oh, hier geht's weiter. Cooking, flipping, doch, ja.
Ich mach mal kurz Licht aus, ich hab keins. Mist, jetzt kann ich den Ladybug nicht. Ah. Ja. Aber eine Sache konntest du noch machen, ne? Ja. So, jetzt habe ich aber noch ganz kurz Licht. Wir könnten hier wieder hochgehen, glaube ich. Oh, hier ist dunkel. Ah. Es scheint aber eine andere Höhle zu sein. Hast du noch Fackel? Nicht mehr so viel, deswegen habe ich die erstmal ausgemacht. Okay. Was wir erstmal deine aufbrauchen, sozusagen. Ja. Irgendwie ärgerlich, dass ich das Quadrizid nicht mitnehmen kann. Was denn? Ah, das ist ein Nest! Das sind Und wenn man den Klapp in beide Hände nimmt, da hat man. Das sind sehr mehr. Viele! Oh, ich hab keinen. Sind 6, 7, 8, 9, 10 Stück. Ich will weg. Mathilde, willst du kämpfen? Ich kann dir noch Licht geben. Schade, dass wir voll sind. Ja. Aber ich schmeiß sonst was Unwichtiges weg. Oh, der kommt durch! Mist! Kein Licht mehr. Heinrich, Heinrich! Ich muss leuchten. Ich kann nicht kämpfen. Hier ist einer lebendig. Nein! Oh. Du hast mich ausgenommen. Ich seh nix! Ich seh nix! Ich seh nix! Lauf zum Analyse-Dings! Das Licht! Oh, die rennen bei mir rum. Ich hab noch 17 Sekunden. Oh. Ah, da kommt der nächste! 13. Das war die beschissenste Idee! Sorry. Wenn Heinrich sagt, Rückzug. Entschuldigung, ja, 9. Dann machen wir Rückzug. 7, 6, 5, 4. Warte, warte, warte. Oh, Bomb. Nein! Hau ab. Ich hol mein Zeug nochmal. Nee, ich kann sie ja weiterhin töten, aber. Mach mal Fackeln, ich hab kein Licht. Okay. Zap, Sprick. Root Rope. Boah. Dry Grass Chunk. Das ist hier. Das droppe ich mal. Droppen. Und die Nussschalen braucht auch keine Sau. Na gut, die droppe ich jetzt nicht hier drin. Locken mal den nächsten an. Hab ich das weggeworfen? Nee, ist das weg. Hallo. Arschlöcher. Oh, ich hab Durst und Hunger. Ich krepp hier auch dann. Ah, nee. Gegen Durst kann ich was machen, aber gegen Hunger nicht. Scheiße. No water filtration tablets needed. Was brauche ich für ein Lagerfeuer? Sprigs habe ich, aber kein Drygrass. Das ist schon mal scheiße. Ja, Drygrass habe ich leider. Oh, jetzt hänge ich hier irgendwie doof fest. Also wir müssen ja eh dahin, also muss ich halt verhungern. Oh, scheiße, ich habe hier nicht mehr meine Ameisenklamotten an. Okay. Oh fuck, diese Würmer gehen mir gerade ziemlich auf den Sack.
So, jetzt hol ich mir hier ein Padlet. Immer noch was. Zwei und dann mache ich mir nochmal eine Axt und dann kann ich Dry Grass hauen. Wenn ich drei Gras hauen kann, komme ich mit Leuchten. Ja, er heult bei mir rum, dass ich kein Essen habe. Ach du Scheiße, ich verliere Leben. Oh, das ist not gut. Mist, haben die gewonnen. Bist du da? Nee, ich komme in die Nähe. Ich will noch ein bisschen Plantfiber holen, damit ich noch dir eine Fackel machen kann. Also ich arbeite mich gerade in deiner Nähe vorwärts. Warte mal. Okay. Da. Hm. Komm gleich rein. Was brauche ich nochmal für ein Lagerfeuer? Drygrass und Pellets. Ich habe Drygrass. Dann brauche ich nur noch Steine. Steine habe ich hier. Hier liegt einer. Eins, zwei... Drei. Kannst du die mal rausschmeißen? Scheiß Inventar voll. Das brauche ich nicht. Na, es war zu wenig. Hier das raus. Kann ich hier nicht bauen, kann ich hier nicht bauen, kann ich hier nicht bauen, doch da, 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 da. Oh. Ich habe gleich zwei Sachen raufgelegt, cool. Puh. Darf ich mir dann auch eins davon nehmen? Ja, mal gucken. Hier läuft noch so... Möchtest du eine Fackel? Fackel wäre cool, wenn du eine hast. Ich habe zwei gebaut. Danke. Hast du sie gekriegt? Habe ich, ja. Hier sind zu viele... das Essen ist fertig. Okay. Ist gut voll. Also ich bin nicht ganz voll, aber 70-80%. Dann. Schnell rein. Ja. Aber es sind, glaube ich, nur zwei Viecher übrig. Und das Problem ist, die haben sich wahrscheinlich schon wieder geheilt. Mhm. Aber zu zweit sollten wir das hinkriegen. Wichtig ist, dass du einen Rucksack kriegst. Ja. Ich hoffe, jetzt sind nicht wieder 10 gespawnt. Dann ärgert es mich richtig. Den einen habe ich noch versucht, mit Pfeilen zu penetrieren. Die kommen auch aus der Erde, oder was? So. Irgendwie. Achso, der eine pennt. Sollen den anlocken? Der hängt. Ich trau mich jetzt auch nicht, da einfach reinzuspringen. Ich trau mich. Okay. Oh! Oh! Okay. Kommst du mit? Ich brauch Licht. Ja, ja, ich komme. Oh, das sieht gut aus. Oh, ich kann nichts mehr nehmen. Brauchen wir die Dinger nicht auch noch, die Slimy-Mod-Dinger? Ja, aber nicht so dringend.
Weil wir wollten noch so viele Wandleuchten in der Basis haben. Ja, aber die würde ich jetzt nicht unbedingt als Priorität sehen. Dann lass uns mal weiter. Mich ärgert das mit diesem Quadrit. Ah, oh, diese Kackwürmer, ey. Quarz? Ja, mit dem Quarz. Oder willst, wissen wir ja, wo es viel Quarz gibt, ne? Da ist ein Ausgang. Was ist das davor? Ich weiß nicht, aber es könnte eine Spinne sein, so wie sich das da bewegt. Nee, ist ein Achso, ja, aber hier vorne ist ein Stein. Ja, da ist eine Spinne. Gut, wir können aber laufen. Würde ich sagen, laufen wir nach Hause, ne? Jo. Das war genug Action für heute. Ja. Yep. Wir brauchen mehr Heilung, also wir brauchen eindeutig mehr Verbände und so. Absolut. Den Kampf. Ich will auf jeden Fall noch den Marienkäfer analysieren. Das ging nämlich gerade nicht, weil ich blöderweise das Dry Grass nochmal analysieren musste. Ich dödel. Echt? Konntest du das auswählen? Oh, ja. Den brauche ich. Oh, na gut. Da sind noch mehr. Ich brauche auch keinen Wasser. Ich brauche keinen Wasser. Guck mal. Ja, genau, die. Weil die machen auch ein bisschen satt. Super. Danke, Milchtüte oder was du warst. Aber das wäre ja ein Energy-Drink. Punika oder wie die Dinge auch heißen. Agro-Ameisen. Okay, nicht unser Problem. Nee, wir haben ja unsere Ameisen-Kluft an. Ich habe auch noch Weevil Roast bei mir. Werde ich auch gleich nochmal auf den Grill hauen. Aber dass wir diese 10 Viecher Larven da hingekriegt haben, super. Haben es da voll gemacht wie die Spartaner. Ja. Wir haben unseren ersten Bombardierkäfer geschafft. Ersten Marienkäfer. Mann, sind und einen Haufen gut. Von Larven. Arsch. Ameisenlarven, ja. Nicht Ameisenlarven, Marienkäfer. Marienkäferlarven. Ich wollte schon Arschlochkäfer sagen, aber Arschlochlarven, aber das waren es ja nicht. Dann kann ich hier gleich hier meine. Ach nö. Oh. Was denn? Inventar spinnt bei. Also. Ja, das ist hier wieder alles auf einem Haufen. Oh, ist ja doof. Mal wieder. Und ich wette mit dir, wenn ich mich jetzt auslogge und wieder einlogge, falle ich wieder durchs Level. Ich probiere es mal, wie das ist, wenn ich nicht unten mich auslogge, sondern hier oben. Dann fällst du durch die Etage. Wir werden das sehen. Ich probiere es mal aus. Ups. Spannung steigt. Yep. Hui. Aber das Problem liegt entweder an diesen Server-Einstellungen oder dass wir quasi, wir haben ja keinen Server, wir, einer ist der Host, also ich bin der Host quasi. Und dass da vielleicht die Problematik ist. Wirklich, ich hab mich jetzt umgebracht. Das hatte die letzten Male ja geklappt. Oh scheiße, jetzt muss ich im Dunkeln nach Hause rennen. Fuck ey. Oh, ist ja ätzend. Überlege ich gerade. Also ich wollte ja Repair. So, man muss ja auch mal seine Waffen pflegen, ne? Das ist ja ganz wichtig. Hm. Gut, dass ich gleich wieder zu Hause bin. Ah ja, und wir konnten jetzt Meal. Jerky Rack. Das will ich auch haben. Jerky Record, das klingt doch super. Ja, brauchen wir aber 5 Bombardierparts. Ich habe, glaube ich, nur 2 gehabt. Ja, ich hatte auch welche. Aber das Jerky Rack baue ich draußen, weil das stinkt bestimmt. Das ja, wollte ich gerade sagen. Wir räuchern doch nichts hier drin. Nee, das machen wir draußen.
Damit das Wasser vielleicht noch besser schmeckt, mache ich das direkt neben dem Wasser. Ach, das. So, jetzt steht hier auch alles wieder, wo es stehen sollte. Ach ja, genau, siehst du, ich wollte ja noch Weevil Meat hier drauflegen. Den Marienkäfer behalte ich noch mal, ne? Wofür? Zum Analysieren. Ach so, ja klar. Ja, drei Arschlochkäfer-Teile fehlen uns noch. Hm. Oh, das Gras ist ja nachgewachsen, verdammt. Ah, wir haben es nicht komplett abgehackt. Wir haben es nur umgehauen, aber nicht ja, die stimmt. Wurzeln sozusagen. Ab und zu habe ich aus Versehen die Wurzeln mit abgeschlagen, aber wir brauchen bestimmt noch irgendwie für irgendwas Grashalme. Ja, aber ich denke mal, für die Folge war es erstmal, ne? Ja. Und Heilung darf ich nächstes Mal nicht vergessen, muss ich nochmal basteln. Insektenaxt können wir jetzt bauen. Cool. Ja, da brauchen wir auch Bombardierpart, Webfiber, Ladybug, Head, Redburst. Ach, ist mir jetzt auch aufgefallen, wir können auch so Sammelstellen für Grashalme und so bauen. Stimmt, ja. Ein Basketballkorb. Ich finde, wir müssen alles einfach mal bauen. Ein Mushroom Garden müssten wir eigentlich auch mal ja. Und natürlich die ganzen Köpfe, also diese Larvenköpfe und so, kann man sich ja mal aufhängen. Oh, hier Plank Pallet. Ja, achso, Otto, das meintest du ja, wo man das laden kann. Genau. Mhm. Ach, den Wassercontainer müssen wir selber befüllen, glaube ich. Ach so, ich habe ein. Der füllt sich nicht automatisch, sondern wir können den füllen. Ja, gut, können wir auch bauen. Hey, warte mal. Wenn wir den jetzt auch noch aufbauen, ne? Weil den können wir ja in die Wohnung, ins Haus stellen. Da wird es ja langsam wieder eng hier, ne? Das wird schon recht eng, was wir hier alles noch bauen würden. Aber ja, hier ist auch noch ein bisschen Platz, also wir haben auf jeden Fall... Ja, wir können hier auf jeden Fall noch außen was bauen. Weil ich glaube, hier so ein Ding, womit wir Wassertropfen kriegen, könnte man auch mal glatt bauen. So einen dritten. Ja, stimmt. Damit wir halt immer was zu trinken haben, unsere Behältnisse füllen können mit zwei Tropfen. Mhm. Naja, wenn wir noch das Fleisch räuchern können und so. Und länger ja, haltbar ist, noch, dann ist ja cool. Genau. Ich möchte vor allem noch die Ladybug-Parts analysieren. Möglichst bald, damit wir es nicht vergessen. Und ich möchte Beeren sammeln und wir müssen Stinkkäfer töten. Ja, und das alles in der nächsten Folge. Also, so viel! Liken, kommentieren, bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao! Tschüss!